Das Schiff in Au. Ein Traditionshaus mit Geschichte. Das Hotel ist über 100 Jahre alt und war ursprünglich eine Stickerei mit Gasthausbetrieb. In fünfter Generation führt jetzt die Familie der Küchenchefin Sabine das Haus. Im Dezember 2018 wurde das neu renovierte 4-Sterne-Hotelschiff mit 33 Zimmern den Gästen präsentiert. Für die Köchin und Besitzerin des Hauses ein Lebenswerk. Auf der Speisekarte finden sich Gerichte gehobener Hausmannskost. Ja, wir machen heute mal ein Schweinefilet mit einer Chili und Camembert überbacken und einer Feige drunter und eine Röstirolade dazu. Dafür werden festkochende Kartoffeln weich gekocht, dann fein gehobelt. In der Pfanne werden die Rösti anschließend knusprig angebraten. Jetzt haben wir die Rösti fertig, jetzt können wir sie da in eine Schüssel rein tun. Und dann machen wir mal ein Palatschinken dazu. Ei, Milch, Mehl, Salz und Petersilie zu einem Teig anrühren und die Palatschinken im Anschluss herausbacken. Weiter geht's mit dem Fleisch. Wir haben das Schweinsfilet. Das schneiden müssen die Portionen zu, wie wir das so ein Stückchen. Dann tun wir Salz, Pfeffer und tun es mal anbraten. Dann tun wir dann die Feigen schneiden. Die legen wir dann drauf, tun das mit Honig und Chili noch würzen, dann der Camembert drauf und dann gratinieren. In der Zwischenzeit wird die Beilage fertiggestellt. Da haben wir unsere Rösti, die wir schon gemacht haben. Jetzt tun wir da noch einen Sauerrahm dran und ein Petersil. Das vermengen wir nachher und dann können wir das alles miteinander in Palatschinken einwickeln. Im Anschluss die gefüllten Palatschinken kross anbraten. Dann wird angerichtet. Schweinsfilet mit Feigen und Camembert überbacken. Dazu Rösti-Palatschinken. Ein Rezept, das besonders die Hausgäste im Hotel Schiff lieben.